Wie sonst soll die Kirche stark den Islam abwehren, wenn wir keine Ahnung haben, wer vor uns steht? Dass im Islam die Frauen jetzt keinen sehr hohen Status haben, das ist ihnen sicher bekannt, aber sie haben eben gar keinen Status. Ja. Die Juden haben Mohammed nicht als Propheten akzeptiert bzw. nicht anerkannt. Das war ihr Vergehen und aus diesem Grund wurde ein jüdischer Stamm nach dem anderen belagert, vertrieben, enthauptet, getötet. Das Ziel des Islams, des politischen Islams, ist die Unterwerfung der ganzen Welt. Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Ungläubigen, die nicht glauben werden. Verflucht, wo immer sie gefunden werden, sollen sie ergriffen und niedergemetzelt werden. Ich möchte nicht beginnen, ich möchte mit einem Zitat von Papst Johannes Paul II. Beginnen, und zwar das Monsignor Longhi, ein Vertrauter von Papst Johannes Paul II., der Kirche des dritten Millenniums überbringen soll. Der Papst hat mir gesagt, sag es denen, denen du in der Kirche des dritten Jahrtausends begegnen wirst. Ich sehe, dass die Kirche von einer tödlichen Wunde heimgesucht wird. Tiefgründiger, schmerzhafter als die dieses Jahrtausends, bezogen auf den Kommunismus und den Nationalsozialismus. Das nennt man Islamismus. Sie werden in Europa einfallen. Ich habe die Horden von Westen nach Osten kommen sehen. Sie werden in Europa einfallen. Ihr, die Kirche des dritten Jahrtausends, müsst die Invasion eindämmen. Eine Vision von Papst Johannes Paul II. Und um noch einen Kirchenvater zu zitieren, nehme ich jetzt noch einmal die Worte von Thomas von Aquin. Der schrieb in seiner Summa Concentilis 1260 über Mohammed. Mohammed, mehr noch, kein Weiser, der in göttlichen und menschlichen Dingen geschult ist, glaubte von Anfang an ihn. Diejenigen, die an ihn glaubten, waren rohe Männer und Wüstenwanderer, die alle göttliche Lehre nicht kannten und durch deren Zahl Mohammed andere durch die Gewalt seiner Waffen zwang, seine Anhänger zu werden. Auch göttliche Verlautbarungen der vorhergehenden Propheten geben ihm kein Zeugnis. Im Gegenteil, er verdreht fast alle Zeugnisse des Alten und Neuen Testaments, indem er sie zu seiner eigenen Erfindung macht, wie jeder sieht, der sein Gesetz untersucht. Es war daher eine kluge Entscheidung von ihm, seinen Anhängern zu verbieten, das Alte und das Neue Testament zu lesen, damit diese Bücher ihn nicht der Falschheit überführten. Es ist also klar, dass diejenigen, die an seine Worte glaubten, töricht glaubten. Thomas von Aquin sagt, wie jeder sieht, der seine Gesetze untersucht. Und da sind wir. Ich darf jetzt eine Frage stellen und ich gehe davon aus, dass ich hier ein sehr geschultes und wissendes Publikum vor mir habe. Was wissen Sie denn über den Islam? Wer kann mir zum Beispiel die Frage beantworten, was Muslime im Ramadan feiern? Oder zuerst einmal, wer weiß es, der hebt die Hand und dann darf einer die Antwort sagen. Also ich denke mir, jeder geht auf ein Iftar, also nicht, ich nehme jetzt nicht an Sie, Sie gehen auf kein Iftar essen, aber im Außenministerium werden Fastenbrechen geteilt, es wird den ganzen Ramadan in der Zeitung rauf, runter berichtet, es wird diskutiert, ob die Muslime nicht eine Ramadan-Beleuchtung brauchen. Was feiern wir eigentlich? Was feiern die Muslime im Ramadan? Wer hat eine Idee? Also sie sind in guter Gesellschaft, die meisten haben keine Idee. Ja? Aber dass es gar niemand eine Idee hat, das finde ich jetzt erstaunlich. Aber macht nichts. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt immer mehr und mehr Fragen stellen, bis ich eine habe, wo niemand mehr antworten kann. Aber dann bleiben wir bei der. Im Ramadan wird gefeiert, dass Allah die Suren des Korans herabgesandt hat. Das heißt, sehr fromme Muslime lesen im Ramadan ganz besonders den Koran und statistisch gesehen ist der Ramadan ein eher gefährlicherer Monat für Nicht-Muslime als der Rest des Jahres, weil man sich eben besonders auf die Herabsendungen von Allah an Mohammed, also an die Koransuren hält. Und
Genau das, glaube ich, hat Thomas von Aquin gemeint. Wir müssen uns mit dieser Lehre beschäftigen. Wie sonst soll die Kirche, so wie Johannes Paul II. Gesagt hat, wie sonst soll die Kirche stark den Islam abwehren, wenn wir keine Ahnung haben, wer vor uns steht? Und es ist jetzt ein kleines Amuse-Gueule. Ich kann nicht alles geben, was wir erarbeitet haben, aber das Zentrum für das Studium des politischen Islam, ich bin Direktorin für Österreich, wir arbeiten in einem internationalen Team zusammen auf der ganzen Welt, national und international, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zu recherchieren in den islamischen Texten, in den primären Texten, aber auch in den sekundären Texten, in den Schriften der Muslimbrüder und was alles veröffentlicht wird, und das sehr komprimiert und essentiell für ein interessiertes Publikum darzulegen. Und das werden wir heute machen, und ich freue mich, dass ich nicht alleine hier bin, sondern mit meiner engen Freundin, ich nenne sie jetzt Magdalena, die dann berichten wird, wie das ist, wenn man aus der islamischen Welt herauskommt und zum Christentum findet. Ganz kurz noch ein kleiner Überblick auf dieser Grafik. Das ist jetzt nur eine Einleitung. Sie sehen, die Türkei war ja christlich, das erinnern sich nicht mehr so viele, aber man sieht, wie in den Jahrhunderten aus einem christlichen Land ein praktisch fast 100% islamisches Land geworden ist. Was aber die wenigsten wissen, und das sieht man auf der zweiten Grafik sehr gut, ist, dass in der säkularen Türkei, also in der Türkei der unter Anführungszeichen Vielfalt, hat sich das Christentum auch noch einmal reduziert. Ja, also so viel zu der islamischen Lehre und der Vielfalt. Wo Minderheiten in einem islamischen Land leben, leben sie abgeschottet in einzelnen Parallelwelten und nicht fröhlich integriert. Pakistan mit den Hindu-Regionen. Dann ist natürlich allen bekannt, und das werden wir heute auch noch öfter hören, weil eben unser Gast aus dem Iran ist, jedem ist die iranische Revolution ein Begriff, und man weiß, was damals passiert ist und wie sich dieses Land entwickelt hat bis zum heutigen Tag. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass einige Monate später ein großes Dschihad-Attentat auf die Moschee in Mekka war. Und der König Khalid von Saudi-Arabien, der hat anders reagiert als der König vom Iran. Der hat sich sofort mit den islamischen Gelehrten des Landes zusammengetan. Und zu dieser Zeit war Saudi-Arabien auf einem Weg zum Liberalismus, Liberalisierung. Die Frauen durften Auto fahren, also es war gar nicht mehr wahhabitisch-islamisch. Und die islamischen Gelehrten haben gesagt, zwei Bedingungen und die Moschee wird wieder befreit. Und zwar, Saudi-Arabien muss zurück zum Wahhabismus geführt werden, der Islam muss wieder ordentlich durchgesetzt werden und diese ganzen Rechte wieder zurückgeführt werden. Und das Zweite, und das ist für uns jetzt spannend, ist, es gab eine Fatwa, und in dieser Fatwa wurde beschlossen, dass ein großer Teil des Einkommens aus den Erdöleinnahmen soll für den internationalen Dschihad verwendet werden. Also das war in den 80er Jahren, und Sie werden jetzt diese Liste nicht lesen können, es ist auch nicht wichtig, sie ist im Internet abrufbar, weil in Amerika müssen Geschenke aus dem Ausland offengelegt werden. Hier sieht man, wie Millionen von Dollars an amerikanische Universitäten fließen. Da steht immer Gift, Saudi-Arabien, dann kann man anklicken, Katar. Also das ist eine Liste, die geht ewig weiter. Und wir haben sie bis 2023, damals haben wir diesen Screenshot gemacht. Und das oberste ist die Catholic University of America. Die hat eben auch eine sehr große Summe Geld als Geschenk bekommen. Wenn man jetzt sich fragt, warum in Amerika die Stimmung, also diese ganzen Riots gegen und Pro-Palästina-Demonstrationen. Also diese Universitäten wurden seit vielen Jahren mit dem Dschihad des Geldes umgewandelt in das, was sie heute sind. Deshalb kann man sagen, ab den 80er Jahren ist es noch viel mehr nötig, sich mit der islamischen Lehre zu beschäftigen, weil sie ist nicht mehr weit weg in fernen Ländern, sondern sie kommt immer näher. Der Vortrag ist aufgeteilt in so drei große Teile. Ich werde einiges relativ schnell durchgehen, weil wir ein bisschen auf die Zeit achten.
Vielleicht, wenn irgendwer hier im Raum ist, der mir ein Zeichen gibt, wenn ich noch so 10 Minuten habe, dass ich dann, genau, dass ich das abstimme. Zuerst einmal, was ist der Islam, was ist er nicht, warum sprechen wir vom politischen Islam, das Leben Mohammeds, das eine große vorbildliche Wirkung hat, ein paar Grundprinzipien der islamischen Ethik und dann übergebe ich das Wort für einen Erfahrungsbericht, der wieder sehr viel Mut macht. Wenn wir über den Islam sprechen, heißt es als erstes, Islam ist nicht Islam. Es gibt sehr viele verschiedene islamische Strömungen. Ein Großteil der weltweiten islamischen Gemeinschaft gehört den Sunniten an. Dann gibt es die Schiiten im Iran, dann gibt es die Sufis, die Wahhabiten, Ahmadiyya, Islam. Also es gibt verschiedene Strömungen. Hier sieht man die Rechtsschulen des sunnitischen Islam. Es ist mehr so nach Ländern geordnet. Dann die schiitischen und andere Strömungen. Einfach nur ein Überblick, damit man weiß, okay, Islam ist in sich natürlich auch sehr, sehr gespalten. Aber wir beschäftigen uns eben nicht mit diesen unterschiedlichen Spaltungen. Also ein bisschen beschäftigen wir uns damit. Also ich kann nur sagen, für uns Nicht-Muslime hier in Europa sind sie jetzt nicht so besonders wichtig, ob der iranische Islam oder der saudi-arabische Islam uns jetzt einnimmt. Abgesehen davon, wie man am ersten Bild gesehen hat, dass Khomeini auch mit den sunnitischen Vertretern dann auf einmal sehr herzlich ist, wenn es um die Eroberung von nicht-islamischen Ländern geht. Wir beschäftigen uns jetzt mit den primären Quelltexten. Und die Grundlage der islamischen Lehre ist das islamische Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist der Gesandte Allahs. Wenn Sie dieses Glaubensbekenntnis auf Arabisch vor 2 islamischen Zeugen aussprechen, dann sind Sie zum Islam konvertiert. Und das passiert oft und das passiert auch unter Zwang oder unter Überredung in Wiens Schulen zum Beispiel. Was für uns jetzt wichtig ist, ist, dass in diesem Glaubensbekenntnis sehen wir die 2 einzigen, und das sind die 2 einzigen Autoritäten, die im Islam zählen. Das ist Allah und das ist Mohammed. Allah, wissen wir, den Koran, das ist ja allen ein Begriff, aber weniger ein Begriff ist den Menschen, also ist den meisten, dass es viele Texte über Mohammed gibt. Eine Biografie, ein 800 Seiten langes Buch über Mohammeds Leben und die Überlieferungen, was Mohammed gesagt und getan hat, die sogenannten Hadithen. Wir beschäftigen uns jetzt mit diesen Autoritäten und was ich jetzt hier auch dazu sage, ich beschäftige mich nicht mit einzelnen Meinungen, mit einzelnen islamischen Repräsentanten oder mit vielleicht irgendeinem reizenden Arbeitskollegen von Ihnen, der sagt, er ist ein Muslim. Nein, das ist heute nicht das Thema. Heute ist das Thema der Inhalt dieser Texte. Weil diese Texte sind auch die Rechtsquellen im Islam nach Priorität. Also jeder islamische Gelehrte, wenn er eine Entscheidung treffen muss, eine Fatwa machen muss oder irgendein Rechtsgutachten, was auch immer schreiben muss, dann schaut er, was steht im Koran und was steht in der Sunna von Mohammed. Man könnte es, wenn man will, vergleichen mit unserer Verfassung und dem einfachen Gesetz. Und was man hier sieht, ist die gesamten Schriften der islamischen Lehre, der Koran, also im Gesamtkontext gar nicht so viel. Dann die Sira Mohammeds, die Sira von Ibn Ishaq ist eine vertrauenswürdige Biografie Mohammeds, die ungefähr 150 Jahre nach seinem Tod so aufgeschrieben wurde. Und die Hadithen, müssen Sie sich vorstellen, kleine Geschichten, sehr leicht verständliche Geschichten über jede einzelne Lebenssituation, also Alltag, aufs Klo gehen, Sexualität, Krieg führen, alles ist in den Hadithen beschrieben. Es ist die Handlungsanweisungen nennt man das und da gibt es 700.000, aber nur 7.000 sind als Sahih, als vertrauenswürdig anerkannt und wir verwenden natürlich die Sammlungen, die Sahih-Sammlungen, aber da gehen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe. Was ganz exzeptionell ist und ganz anders als in allen anderen Texten von Religionen ist, dass über die Hälfte dieser Texte davon handeln, wie soll gemäß dieser Lehre der Nicht-Muslim aus islamischer Sicht, also der Kafir, behandelt werden. Also 64% im Koran steht drinnen, wie tut man mit denen, die nicht dazugehören. In der Sira ist es 81%, das ist wirklich sehr viel, und in den Hadithen 37%. Und wir völlig willkürlich vom Zentrum für das Studium des politischen Islam sagen,
das ist der politische Islam und über diesen Teil der Lehre sprechen wir. Kein muslimischer, islamischer Gelehrte würde diese Theorie unterstützen, aber wir sind Allah und Mohammed nicht unterworfen, wir können genauso sprechen. Und ich kann nur sagen, als Methodik ist es ganz gut, weil dadurch haben wir, also wo wir überall Seminare und Schulungen geben, das geht eigentlich nur, weil wir eben uns mit diesem Begriff helfen. Ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen den Koran schon angeschaut hat oder hineingeschaut hat. Ich nehme an, manche haben doch so das eine oder andere schon gelesen, was drinnen steht. Wenn man jetzt den Koran von vorne nach hinten lesen möchte, dann merkt man relativ schnell verwirrend. Die Suren sind nicht chronologisch sortiert, sondern der Länge nach, was das Ganze sehr unleserlich macht. Es fehlt der Kontext natürlich. Es fehlen die Anweisungen, wie soll ich fasten, wie soll ich beten, wie soll ich die Pilgerfahrt machen, wie soll ich meinen Glauben bekünden und wie soll ich meine Steuer bezahlen. Also für all diese Dinge, für die fünf Säulen, braucht man wieder Mohammeds Leben. Im Koran ist sehr viel Widerspruch, auf das werden wir noch zu sprechen kommen. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und wer hilft uns, den Koran zu verstehen? Mohammed. Mohammed ist sozusagen, wenn es immer heißt, es hängt von der Interpretation ab. Also aus islamischer Sicht gibt es nur eine richtige Interpretation des Korans und das ist Mohammed, Mohammeds Leben. Es gibt 89 Suren im Koran, die sagen, Mohammed ist verbindliches Vorbild für jeden. Keine Sorge, ich lese jetzt nicht viele oder 89, sondern nur eine. Wahrlich in dem Gesandten Allahs hattet ihr ein schönes Beispiel für jeden. Mohammed, wie Thomas von Aquin schon gesagt hat, gemäß der islamischen Lehre waren alle vorher Propheten, Abraham, Isaak, Jakob, Moses, also wenn Sie da jetzt Namen entdecken, wo Sie sagen, das ist ja gar kein Prophet, also aus islamischer Sicht sind das alles Propheten, sie haben alle den Islam verkündet und dann kamen die Juden und Christen und haben die Schriften verfälscht. Doch da tauschten diejenigen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes aus, das ihnen nicht gesagt worden war. Und da sandten wir auf diejenigen, die Unrecht taten, eine unheilvolle Strafe vom Himmel hinab dafür, dass sie gefrevelt hatten. Und das weiß jeder Schüler, der in den islamischen Religionsunterricht geht. Also ich hatte letztes Jahr einen Firmling, der in einer Hauptschule in unserem Nachbardorf war und der hat gesagt, meine Schüler hänseln mich, dass ich zur Firmung gehe und die sagen zu mir, ihr seid ja die, die die Schriften verfälscht haben. Also wenn wir Bemühungen haben, in den Dialog zu treten, dann ist das aus islamischer Sicht der Dialog mit denjenigen, die die Schriften verfälscht haben. Auch Jesus, Isa, der Vorletzte, war ein Muslim und hat den Islam gepredigt und die Schriften wurden verfälscht. Und dann kam Mohammed, er ist das Siegel der Propheten, was er sagt, ist jetzt für die Ewigkeit. Ja, im Lehrplan des islamischen Religionsunterrichts in Österreich wird eben Mohammed als sehr vorbildliche Figur herausgestrichen, für den Alltag entdecken. Und dann steht noch, in diesem Themenkreis setzen sich die Schülerinnen und Schüler nochmals intensiv mit der Geschichte des Propheten als besonderer Vorbildfigur auseinander und besprechen verschiedene Phasen seines Lebens. Und deshalb müssen wir uns Mohammeds Leben ein bisschen anschauen, weil das ist so elementar wichtig. Aus archäologischer, historischer Sicht ist es relativ sicher, dass Mohammed als die Person, die in diesen Texten, die ich Ihnen jetzt darlege, geschildert wird, nicht existiert hat. Es gibt ein ganzes Institut, die machen Recherche über den Early Islamic History, über die Entstehungsgeschichte des Islam. Und da gibt es, also wer sich dafür interessiert, den vermittle ich den Herrn Professor Robert Kerr. Das ist nur das siebte von mindestens 9 oder 10 Bänden. Das ist eine hochwissenschaftliche akademische Arbeit. Wir sind mit ihm befreundet und wenn ich Fragen habe, frage ich ihn und brauche nicht 8 solche Bände lesen. Aber es ist sehr interessant. Aber wo sich auch die Wissenschaftler hier einig sind, ist, dass Mohammed, so wie er in den islamischen Texten jetzt präsentiert wird, verbindliches Vorbild ist und eine sehr große Auswirkung hat auf das Verhalten der Menschen, die ihm nachfolgen und sich ihm unterwerfen. Deshalb ist Mohammeds Leben so wichtig. Ich werde das jetzt leider
sehr komprimieren, weil das einfach heute zu weit führt. Aber es ist sehr wichtig, dass man versteht. Die erste Phase von Mohammeds Leben ist die medinensische Phase. Oft heißt, das ist ja die friedliche Phase, wenn Sie den Koran lesen und die Suren, man weiß, welche in Medina und welche in Mekka herabgesandt wurden. Also es ist nicht so friedlich. Es ist, die Strafe wird eher im Jenseits angekündigt. Ab Medina wird die Strafe dann auch im Diesseits vollstreckt. Also die mekkanische Phase, da ist Mohammed aufgewachsen als Waisenkind im polytheistischen Mekka. Es wurde ihm die Ehe angeboten von einer reichen Witwe, Khadija, seine erste Frau, keine Muslima am Anfang, die ist zwar dann konvertiert, eine erfolgreiche Geschäftsfrau ohne Kopftuch und also ganz anders als heute das islamische Frauenbild. In dieser Phase hat er angefangen, über den einen Gott zu sprechen und damit hat er Probleme bekommen. Schließlich hat das dann in die zweite Phase seines Lebens geführt. Seine Hijra, das wäre die zweite Einstiegsfrage gewesen, hätte ich gefragt, wer weiß, was die Hijra ist. Die Hijra ist die Migration von Mekka nach Medina, die Flucht von Mekka nach Medina. Und die Hijra ist der Beginn der islamischen Zeitrechnung, 622. Und ist natürlich ganz wichtig für uns, diese Hintergründe dieser Hijra zu studieren, weil wir jetzt konfrontiert sind mit einer enormen Hijra, wie sie Papst Johannes Paul II. In seiner Vision gesehen hat, Horden einfallen, eine Hijra, um den Islam auszubreiten. Also die Hijra eröffnet die medinensische Phase, wo Mohammed eben zum Krieger, zum Gesetzgeber, zum Politiker und so weiter wird und wo der Dschihad als maßgebliches Element in die islamische Lehre Einzug findet. Ja, hier steht noch 6 Sklavinnen, das ist vielleicht wichtig, wenn wir dann das Zeugnis im zweiten Teil hören. Sie haben, dass im Islam die Frauen jetzt keinen sehr hohen Status haben, das ist Ihnen sicher bekannt, aber sie haben eben gar keinen Status. Ja? Die Frauen und vor allem nicht-islamische Frauen, es wurde Solingen angesprochen und das Taylor Swift-Konzert, aber wir haben so viele Gruppenvergewaltigungen im Moment und so viele Gewalt gegen junge Mädchen. Schauen Sie nach England, was da gerade passiert. Also das ist eine ganz heftige Sache. Und nicht-islamische Frauen sind aus islamischer Sicht Kriegsbeute und können als Sexsklavinnen verwendet werden. Das wird eben ganz klar, wenn man diese medinensische Zeit studiert. Die medinensische Phase ist auch sehr wichtig für die Grundlagen des Judenhasses in der islamischen Lehre. Also wenn sich jemand fragt, woher kommt der Judenhass, der kommt aus dieser medinensischen Zeit. Die Juden haben Mohammed nicht als Propheten akzeptiert bzw. nicht anerkannt. Sie haben ihm auch nicht geholfen, gegen die anderen arabischen Stämme in den Krieg zu ziehen. Das war ihr Vergehen und aus diesem Grund wurde ein jüdischer Stamm nach dem anderen belagert, vertrieben, enthauptet, getötet, die Frauen als Sexsklavinnen. Also wenn Sie die Sira lesen, dann wird Ihnen ganz bewusst, was da passiert ist und es ist eine sehr erschütternde Geschichte. Und die ganzen Suren gegen die Juden und die ganzen Textstellen und jetzt die ganzen Zitate in der Charta von der Hamas gehen zurück auf diese Zeit. Oder auch Kriegsrufe, die man hört in Österreich, in Deutschland, in allen Großstädten, hat man nach dem 7. Oktober gehört, Kaiber, Kaiber, Ojud, Mohammeds Armee kommt wieder. Das geht alles auf diese Zeit zurück. Mohammed hat die Oase Kaiber erobert, das ist das Synonym für den Sieg über die Juden. Ja, in der medinensischen Phase ist noch etwas Wichtiges, auf das ich dann auch kurz zu sprechen komme, und zwar hat Mohammed Dimis etabliert. Das wäre meine dritte Frage des Einstiegs gewesen. Wer weiß, also das ist, glaube ich, eine Frage, das wissen Sie, was Dimis sind, oder zumindest einige von Ihnen, genau. Dimis sind Halbsklaven, Juden und Christen unter islamischer Herrschaft. Und Mohammed hat die Juden gebraucht, sie haben ja die Landwirtschaft und das sozusagen die Landwirtschaft vorangetrieben, er war im Dschihad mit seinen Männern und Dimis sind ganz genaue Regeln für Juden und Christen unter islamischer Herrschaft und ich glaube, es ist eins der wichtigsten Werkzeuge bis zur heutigen Zeit,
um nicht-islamische Länder umzuwandeln und zu islamisieren, ist diese systematische Diskriminierung von Nicht-Muslimen. Und Sie werden da auch im zweiten Teil des Vortrags einiges darüber hören. Und wenn Sie mit Christen reden aus Syrien oder Ägypten, die können Ihnen viel darüber berichten. Die dritte Phase von Mohammeds Leben ist dann die Eroberung Mekkas im Jahr 630. Alles, was nicht islamisch war, wurde zerstört. Mohammed war ein starker Kriegsherr. Niemand hat sich getraut, noch gegen ihn aufzutreten. Und wenn sich jemand getraut hat, wurde der ganz mit Gewalt zurückgedrängt. Und das ist das, was passiert ist 1979 im Iran oder was in Afghanistan passiert oder in manchen Teilen. Also dort, wo der Islam politisch und militärisch die Oberhand hat, kann man sagen. Diese drei Phasen, die sollte man sich einprägen, weil genau nach diesem Muster ist der Islam wahnsinnig anpassungsfähig. Also je nachdem, wie stark die politische Dominanz ist, werden mehr die mekkanischen Suren zitiert oder wird mehr liebevoll gemacht oder lieber legalistisch ein bisschen unterwandert, je nachdem, wie stark man ist. Also wenn jetzt die ganze Politik schreit, wir müssen den politischen Islam verbieten, dann lehnen sich die Vertreter des Islams zurück und sagen, okay, dann tun wir jetzt wieder ein bisschen ruhiger und schaut, dass ihr gute Jobs kriegt, dass ihr in die Politik geht und gibt es eigentlich auch schon genug Politiker in dieser und jener Partei und dann wird halt auf einem anderen Level weitergearbeitet. Ja, auf seinem Sterbebett verflucht Mohammed Juden und Christen, und wenn Sie diese Quellenangabe sehen, das ist eine Hadith al-Bukhari, Volumen 4, Buch 52, Hadith 288, Mohammed sagte, es sollte keine Religion in Arabien geben außer dem Islam und dass weiterhin Geld bezahlt werden solle, um die Kafir-Botschafter aus dem Ausland zu beeinflussen, die nicht-islamischen Botschafter. Also der Staatsschutz in Österreich sagt, der Dschihad des Geldes ist mit Abstand die bedrohlichste Weise des Dschihad, mit der wir derzeit konfrontiert sind und natürlich auch am wenigsten zu überprüfen und Hand zu haben, weil da gibt es wiederum sehr strategisch geschickte Möglichkeiten, das Geld zu transferieren. Vielleicht hat irgendwer von Ihnen schon gehört vom Hawala-Banking, aber das ging jetzt zu weit, aber ja. Das ist ein Zitat von Hassan al-Banna, und wenn Sie euch sagen, da ist Politik, dann sagt Ihnen, dass das der Islam ist und wir die Trennung von Religion und Politik nicht kennen. Hassan al-Banna hat 1928 die Muslimbrüder gegründet und er hat natürlich recht, der Islam ist auf keinen Fall in seiner Entstehung eine Religion allein, also der Islam ist ein ganzes Gesellschaftssystem, eine Zivilisation, in der Urentstehung ein Din, eine Gesetzesordnung für das Leben und für die Gemeinschaft. Das mit Religion ist erst viel später dazugekommen. Aber da gibt es eben den Professor Kerr, der da Experte ist. 100 Jahre nach Mohammeds Tod, wir reden immer über die Kolonialisierung und wie schrecklich und wie furchtbar, jetzt schauen wir uns einmal die islamische Kolonien an. 100 Jahre nach Mohammeds Tod war Nordafrika, ein christliches Nordafrika, islamisiert, ein zum Teil christliches Arabien. Iran war zu der Zeit zoroastrisch, Afghanistan buddhistisch, Pakistan hinduistisch. Also ein Wesensmerkmal des Islam ist, es gibt eben kein Diversity, kein Multikulti, das hat es noch nie gegeben. Und hier sieht man noch Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, das sind die vier ersten Kalifen nach Mohammeds Tod, die sogenannten rechtgeleiteten Kalifen. Dann geht es weiter mit den Umayyaden, den Abbasiden und den Osmanen. Und wie es heute weitergeht, zeige ich Ihnen gleich. Der Islam hebt das Konzept der territorialen Abgrenzung besonders hervor. Aus islamischer Sicht ist die ganze Welt für die islamische Umma da. Also sonst Allah hat die Welt der Umma geschenkt. Und Länder, die unter islamischer Herrschaft sind, werden Dar al-Islam oder Hausland des Islam genannt. Und Länder, die nicht unter islamischer Herrschaft sind, werden Dar al-Harb oder Hausland des Feindes genannt. Und das muss jetzt nicht ein Land sein, das kann jetzt auch ein No-Go-Area in Paris, in Schweden oder in Favoriten, ein Straßenzug in Wien sein, wo sich der Islam so etabliert hat, dass er sagt, hier habe ich die politische Macht, also hier gilt die Scharia und nicht das Gesetz des Landes.
Ja, da sieht man, wenn man mit den Krisenregionen in der Welt zu tun hat und sagt, der Islam ist nicht so wichtig, dann irrt man sich. Aber da springe ich jetzt auch drüber. Das Ziel des Islams, des politischen Islams, ist die Unterwerfung der ganzen Welt. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religion zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. Die Strategie dazu ist der Dschihad und die Scharia, und das muss man ein bisschen studieren, dann kennt man sich aus, wie das funktioniert. Der zweite Kalif nach Mohammeds Tod hat den sogenannten Dhimmi-Status eingeführt, also Dhimmis, erinnern Sie sich, in der zweiten Phase von Mohammeds Leben, das heißt Shurut Umar. Da zeige ich Ihnen jetzt wieder ein Buch. Also das sind ganz großartige Doktorarbeiten von diesem Professor. Und das ist übrigens ein Kollege von der Sabadina James, der Barino Basum, selber ein Muslim, der ausgetreten ist aus dem Islam. Der hat zur Aufarbeitung seiner islamischen Phase in seinem Leben diese Doktorarbeit geschrieben, Nicht-Muslime im islamischen Recht. Und da geht es vor allem um diesen Shurut Umar und ein paar andere Texte, ist ganz, ganz toll geschrieben. Können Sie ein Foto machen und sich bestellen, wenn Sie Arabisch können. Da sind auch so arabische Passagen drinnen. Und, also ein bisschen kompliziert zum Lesen, aber sehr erleuchtend auch. Genau, also wir machen es jetzt einfacher, nicht 800 Seiten Doktorarbeit. Dhimmis, Juden und Christen unter islamischen Herrschaft müssen eine Dschizya-Steuer zahlen, das ist die sogenannte Schutzsteuer, dürfen keine neuen Kirchen und Klöster bauen, müssen Kost und Unterkunft für Muslime gewähren, dürfen die Religion nicht öffentlich bekunden, schon gar nicht missionieren. Ja, deshalb ist auch unser nächster Gast als Missionarin in Gefahr, wenn man sie öffentlich zeigt. Erkennbare Kleidung tragen, die Christen blau, die Juden gelb. Keine Waffen tragen oder besitzen, keinen Alkohol verkaufen, keine Kritik an Mohammed üben. Nicht-islamischen Kindern soll der Koran nicht beigebracht werden. Also es ist gar nicht gewollt, dass wir uns so in die Tiefe mit dem Koran beschäftigen. Besser wäre es, wir würden zum Imam in der Nachbarmoschee gehen und der erklärt uns, weil das ist genau das. Der erklärt uns dann genau nach der Strategie, wie wir das hören sollen. Das heißt Dawa, wie der Islam für Nicht-Muslime präsentiert werden soll. Die Häuser von Nicht-Muslimen sollen nicht höher sein als die Häuser von Muslimen. Dhimmis dürfen nicht auf Pferden reiten, nur auf Eseln und so weiter. Und da gibt es ganz viele Vorbestimmungen noch fürs Eherecht, fürs Erbschaftsrecht, wer Chef sein darf über wen, für alles. Also diese Gesetze sind groß. Wir haben keinen Ton, da gehen wir jetzt drüber. Ich sage Ihnen nur, ich zeige es Ihnen jetzt nicht, aber das ist eine wichtige Quelle, die auch alle Sicherheitsdienste verwenden. Das ist das Middle East Media Research Institute. Wenn Sie das googeln, dann finden Sie Ansprachen von Erdogan, von lauter islamischen Größen, Imamen, die übersetzt sind, und ist eine wertvolle, wichtige Quelle. Und der sagt nichts anderes, als dass nie ein Muslim von einem Nicht-Muslim regiert werden darf, ganz einfach. Das ist eine Military Jihad Battle Map, 1300 Jahre militärische Dschihad-Schlachten. Die Leute haben ja die Geschichte ein bisschen vergessen. Ich gehe da jetzt auch rascher drüber. Man sieht nur im Heiligen Land, was da passiert ist. Und dann werden ja heutzutage die Kreuzzüge immer als ganz furchtbare Angriffskämpfe geschildert, aber ich glaube, Sie hatten einmal den Dr. Bethe hier zu einem Vortrag. Der hat ganz exzellent auch die Kreuzzüge recherchiert, und ich empfehle jedem, der mehr davon wissen will, mit dem Dr. Bethe in Kontakt zu treten. Wir sind sehr froh, dass diese Abwehrkämpfe damals stattgefunden hat. Kaiser Alexius Komnenos hat den Hilferuf nach Rom abgesetzt, nachdem die Christenverfolgung im Heiligen Land so unerträglich geworden ist. Und dann haben die Kreuzzüge 200 Jahre für Stabilität in dieser Umgebung gesorgt, sehr vereinfacht jetzt zusammengefasst. Wie geht es weiter im 20. Jahrhundert? Der Islam hat sich ausgebreitet seit 1400 Jahren, und Anfang des 20. Jahrhunderts war er schwach, es war überhaupt kein Problem, niemand hat sich eigentlich mit dem Islam weiter beschäftigt. In Österreich war man sogar dann so, dass man 1912 gesagt hat, soll doch der Islam eine Körperschaft öffentlichen Rechtes sein, und wir haben ein Islamgesetz, weil die Bosniaken doch für uns gekämpft haben. Also ahnungslos, ja.
Und die Strategie und Taktik des politischen Islam in nicht-islamische Länder einzutreten, ist die Etablierung der Autorität im Land. Und was ist die Autorität im Land? Was glauben Sie? Die Moschee. Die Moschee ist die Autorität im Land. Und hier sehen Sie, in den 50er, 60er Jahren sind die ersten Moscheen in die, nach Belgien, nach Deutschland, nach Schweden, nach Frankreich sind die ersten Moscheen in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren gebaut worden. Damit war die Autorität etabliert und Nicht-Muslime, wenn sie Fragen gehabt haben zum Thema Islam, und wir sind natürlich aus unserer Kultur dem Fremden gegenüber positiv zugewandt, dann hat man sich dort die Informationen geholt und die wurden ganz genau gemäß der islamischen Lehre geliefert. Und wie kommt der Islam in die Länder? Durch Handel und Migration, Hijra. Das sind die Haupttools des Islam, um nicht-islamische Länder einzunehmen. Deutschland, das ist das Wachstum der islamischen Organisationen in Deutschland, war Zeitraffer. Warum kann das passieren? Die Antwort sage ich nicht laut. Es gibt keinen Widerstand. Nicht so wie der Johannes Paul II. Gesagt hat, es gibt keinen Widerstand. In Österreich ist es genau gleich. Der Maßstab ist ein bisschen anders. Aber hoppala, ja, es ist in allen Ländern gleich. Und zwar interessanterweise auch in Ländern, die ganz andere Regierungen haben. Und natürlich in Ungarn und Tschechien sind die Moscheen noch kleine Tüpfeln. Das ist so wie bei uns in Österreich vor 30 Jahren. Aber man soll sich nicht zurücklehnen und glauben, man hat kein Problem. Ja? Die Funktionen der Moschee gemäß der islamischen Lehre, wir studieren ja immer die primären Quelltexte, ein Gerichtshof, ein Ort, um gesetzliche Strafen zu vollstrecken, auch Steinigungen, ein Ort, um ausländische Diplomaten zu empfangen, eine Kriegskammer, ein Ort, um Waffen aufzubewahren, das sind alles die Funktionen einer Moschee. Nicht so, wie uns suggeriert wird, das ist eh wie eure Kirche. Nein, es ist überhaupt nicht wie unsere Kirche. Ja, das ist eine Moschee in Gaza, wo das Waffenlager dann gezeigt wird. Ich gehe da jetzt auch drüber, weil wir keinen. Genau. Wir kommen zu den Kafiren, den Nicht-Muslimen. Der Kafir, das Singular, Kafire, das deutsche Plural, Kufar, für die, die Arabisch das schon gehört haben. Das ist kein neutraler Begriff. Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Ungläubigen, die nicht glauben werden. Verflucht, wo immer sie gefunden werden, sollen sie ergriffen und niedergemetzelt werden. Kafire gemäß der islamischen Lehre können verspottet, gehasst, terrorisiert, geköpft, man darf gegen sie Listen schmieden, Muslime dürfen sich nicht mit ihnen befreunden, da gibt es 3 Zensuren. Kafire sind böse, können gedemütigt, verflucht und verfolgt werden. Das kommt aus dem Koran. Also wenn jetzt ein junger 19-jähriger Dschihadist beschließt, möglichst viele Leute beim Taylor Swift-Konzert zu töten, dann bezieht er sich natürlich auf diese Dinge. Das ist Dschihad. Dschihad, die Anstrengung, um den Islam zu verbreiten, den politischen Islam. Und wieder sieht man hier die Sira, die Biografie. Mohammed ist das beste Beispiel auch für den Dschihad. Wenn wir auf Dialogveranstaltungen gehen, ich weiß nicht, wer von Ihnen auf Dialogveranstaltungen war, also ich war auf ganz vielen, das ist wirklich hochinteressant, ich empfehle Ihnen einmal zumindest eine. Da wird dann vom großen Dschihad gesprochen, dem spirituellen inneren Dschihad, gemäß den Schriften 2%, und der kleine Dschihad, das ist der gewaltsame Kampf gegen die Nicht-Muslime, das ist in den Schriften 98%. Und noch dazu kommen diese Begriffe, die wirklich sehr viel verwendet werden, gar nicht in den primären Texten vor, sondern erst ab dem 11. Jahrhundert. Aber in den Texten kommt sehr wohl vor, der Dschihad der Schrift und der Rede, also alles Verträge, Zeitungsartikel, Schulbücher, was jetzt in den ganzen islamischen Homepages steht und so weiter. Dschihad des Geldes, das ist ein riesengroßes, ganz wichtiges Kapitel, Gewalt und Migration ist Dschihad. Es gibt eine Belohnung für den Dschihad und diejenigen, die da auswanderten und aus ihren Häusern vertrieben wurden und in meinem Wege litten und kämpften. Sie kennen sicher das Vertreibungsnarrativ, das kommt ja jetzt mit Israel und Palästina praktisch jeden Tag in den Nachrichten, sie sind vertrieben worden. Ja, weil die ganze Welt gehört der Umma, der islamischen Gemeinschaft, und dieses Vertreibungsnarrativ geht auch zurück in die ganz frühe islamische Geschichte. Und in meinem Wege litten und kämpften und vielen wahrlich bedecken will ich ihre Missetaten und wahrlich führen will ich sie in Gärten durcheilt von Bächen.
Der Dschihad ist die wichtigste Tat eines Muslims, den heiligen Krieg zu führen im Namen Allahs. Und jetzt kommen zwei Suren, glaube ich, habe ich, die einfach zeigen, dass es im Islam weder spirituell noch politisch in irgendeiner Weise die Freiheit der Entscheidung gibt. Freiheit des Gewissens, wie wir sie kennen, des gebildeten Gewissens, oder dass Freiheit ist nicht existent. Ja? Nicht erschlugt ihr sie, sondern Allah schlug sie, und nicht warfst du, als du warfst, sondern Allah warf. Zu kämpfen ist euch vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist, doch es mag sein, dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist, und es mag sein, dass euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, weil oft, es geht auch sehr stark in die Psychologie, wenn wir Vorträge halten für Leute, für Polizisten, die auch diese Verhöre machen, was bewegt, was beeinflusst die Denkweise von diesen Menschen. Und diese Denkweise dieser Menschen ist beeinflusst von Belohnung, von Angst und von Unterwerfung. Ja, sehr viel mehr ist da nicht. Und Freiheit, etwas zu tun oder nicht zu tun, gibt es nicht. Wir haben jetzt ein Video gefunden, ich habe es noch nicht downgeloadet und eingearbeitet in dem Vortrag, wo eben auch ein Imam ganz laut sagt, was Allah gut findet, ist gut, und was Allah schlecht findet, ist schlecht. Al-Wala Wal-Bara, der Barino Basum schreibt da auch viel drüber. Dschihad funktioniert auch gemäß den Phasen von Mohammeds Leben. Wenn der Islam schwach ist, kommt die Botschaft des Friedens, euch euer Glaube und mir mein Glaube. Das hört man auch auf jeder Dialogveranstaltung. Und was man wissen muss, ist, dass Mohammed schon hinter verschlossenen Türen seinen Anhängern die Herrschaft versprochen hat. Und das ist in Wien genauso. Was in der Moschee im zweiten Bezirk gepredigt wird, ist anders als das, was die Frau Bagashati in der Erzdiözese Wien bei der Dialogveranstaltung sagt. Natürlich. Ja, das ist eben so ein Herr, der eben sagt, wir wollen, wie es unser Glaube gebietet, Toleranz und Liebe predigen und unser Verhalten am vorbildhaften Leben unseres Propheten messen. No? Jetzt geht es auf einmal nicht mehr. Weiter, jetzt geht es wieder weiter. Das sind die Schulen, werden eingeladen in die Moscheen, dann Sie müssen immer schauen, wie heißen eigentlich islamische Lokale. Dieser Kebab-Stand heißt Fatih Servet. Servet, und das heißt Glück dem Eroberer. Fatih ist der Eroberer von Konstantinopel. Aber Sie werden es nicht glauben, es gibt in Floridsdorf einen Fast-Food-Shop, der heißt 1453. Das ist der Name dieses Fast-Food-Lokals. Wir waren natürlich entsetzt, haben es den Staatsschutz gemeldet, und die sagen nur, das ist nicht verboten. Ja, natürlich, ja. Ich möchte ganz kurz da stehen bleiben, weil das so wichtig ist, und ich sehe auch viele Leute, junge Leute hier, und ihr habt dann vielleicht Kinder und die gehen in die Schule, wenn sie nicht zu Hause unterrichtet werden. Achtet auf die Geschichtebücher, auf die Deutsch, Englisch, es ist in jedem Fach, nicht Religionsbücher, ist, ja, da sage ich gar nichts, die haben wir gar nicht so tief analysiert. Aber im Geschichtebuch steht dann, Mohammed begann zu predigen, er verkündete, alle Menschen seien gleich und man müsse die Sklaven freilassen und sein Vermögen mit den Armen teilen. Damit machte er sich Feinde und musste 622 aus Mekka auswandern. Schließlich gewann er aber so viele Anhänger, dass er nach Mekka zurückkehren konnte. Nach seinem Tod breitete sich der Islam weiter aus. Und dann steht noch, die Menschen in den eroberten Gebieten konnten oft wählen, ob sie zum Islam übertreten oder höhere Steuer zahlen wollen. Aber das ist, also man muss natürlich lachen, aber es ist nicht lustig, weil das lernen unsere Kinder in der zweiten Klasse Gymnasium. Das ist ein aktuelles Schulbuch. Ja? Und zwei Seiten weiter vorne steht, wie brutal und furchtbar die Christen mit Stockhieben und ins Gesicht gespuckt und schrecklich kolonialisiert haben. Also das ist auch einfach zu wichtig, das muss ich lesen. Was von den Kreuzzügen blieb? Während der Kreuzzüge entstanden Ritterorden ähnlich den Mönchsorden. Einer davon waren die Johanniter. Die Johanniter sind heute eine Organisation, die im Krankendienst tätig ist. Die heimkehrenden Kreuzfahrer hatten im Osten eine feinere Lebensweise kennengelernt. Apotheken mit verschiedensten Arzneimitteln, Glaswaren, Seide, Pfeffer und Ingwer waren ihnen vorher unbekannt gewesen. Ebenso lernten sie Schulen, Bibliotheken und Krankenhäuser kennen. Darauf wollten sie nun aber nicht mehr verzichten.
So führte die Begegnung mit dem Islam zu einem Aufschwung von Kultur und Wissenschaft in Europa, sowie zu einer Belebung des Fernhandels und zum Aufblühen von Städten. Die christlichen Kämpfer blieben den Muslimen als grausame Eroberer in Erinnerung. Die Kämpfe mit den Kreuzfahrern führten jedoch zur Einigung muslimischer Gebiete. Ja, also, und ich kann Ihnen sagen, ich arbeite viel mit Jugendlichen, ich arbeite mit der Polizei, mit dem Verfassungsschutz, mit den Kriminaldiensten, und die Polizisten kommen nach dem Vortrag zu mir und sagen, aber das Christentum war ja auch. Ja, das ist so tief drinnen in der Gesellschaft, ja, dass, und das kriegt man nicht mehr so leicht raus. Also wer mir einen Elevator-Pitch nur 2, 3 Sätze sagt, wie man das gut zurückschmettern kann, ich schmetter das jetzt immer zurück, aber es ist sehr schwierig, weil das ist seit 30, 40 Jahren Propaganda, ist das in den Köpfen drinnen. Das ist das letzte Geschichtebuch, die osmanische Belagerung von Wien. Vor den Stadtmauern sehen die Wienerinnen und Wiener 35.000 bunte Zelte, 20.000 Kamele und Ochsen, Menschen mit Turbanen sowie farbenprächtigen Kleidern und Krummsäbeln. Unverständliche Wortfetzen dringen an ihr Ohr, seltsame Düfte nehmen sie wahr. Der Orient mit seiner Pracht lagert wie in einem Schaufenster vor ihnen. Ja, also die zweite Phase des Dschihad, wenn der Islam etabliert ist, um Toleranz geworben wurde, und zwar nicht irgendwie, genau so wie es im Koran und in der Sunna Mohammeds vorgegeben ist, ist die zweite Phase. Und erschlagt sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben, denn Verführung ist schlimmer als Totschlag. Und dazu möchte ich jetzt etwas sagen, weil der Bruder von der Magdalena gerade nach Österreich gekommen ist und Asyl angesucht hat, und er ist jetzt eben bei diesen Wertekursen und Deutschkursen im Integrationsfonds. Und was ist ein Wertekurs und ein Deutschkurs im Integrationsfonds? Das ist Verführung. Und lesen Sie sich die ganze Sure 2 durch, da geht es ganz besonders, wie ist der Umgang mit denen, die uns vom Glauben abbringen wollen. Ja? Und der Bruder von der Magdalena erzählt, wie respektlos und schrecklich diese Teilnehmer in diesen Kursen sitzen. Ja, das sind jetzt keine dankbaren Asylanten, die so froh sind, dass sie hier aufgenommen werden. Vielleicht sollte der Vortrag auch nicht aufgenommen werden, wir lehnen mich heute weit raus. In dieser Phase wird die Opferrolle betont. Muslime können per Lehre nur Opfer sein, nie Täter. Der Nichtmuslim ist Täter per se, auch ein kleines Baby ist Täter. Warum? Weil er den Islam nicht angenommen hat. In der Phase werden die Politiker beeinflusst, wir kennen das sehr gut. Forderungen nach Halal, nach Gebetsräumen, das ist alles der Versuch, die Scharia in die Länder einzuführen. Gegen Islamophobie, das lasse ich jetzt aus, das ist ein langes Thema, aber Sie wissen wahrscheinlich, dass den Islam zu kritisieren nicht erwünscht ist. Wir kritisieren den Islam nicht, sondern wir stellen ihn dar. Sie können sich Ihr Bild machen, vielleicht finden Sie es so wunderschön, dass Sie sagen, es interessiert mich mehr. Ja, das ist, was in Iran passiert ist, 1979, sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlagt die Götzendiener, wo er sie findet, packt sie, belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. Die Zerstörung von nicht-islamischem Kulturgut ist Lehre im Islam. Als Mohammed von Mekka Medina erobert hat, von Medina Mekka hat er um die Kaaba herum, heißt es, waren große Gottesdarstellungen, die hat er alle zerstört. Auch die vorislamische Zeit wird zerstört, die zoroastrischen Museen auf den Malediven, die Pyramiden, die Sphinx. Und wir müssen verstehen, dass der Islam in seiner Lehre extrem anpassungsfähig ist. Es gibt diesen Dualismus, das Gesetz der Abrogation, also die späteren Suren abrogieren die früheren, also euch euer Glaube, mir mein Glaube, wird abrogiert von verflucht, wo immer sie gefunden werden, sollen sie ergriffen und niedergemetzelt werden. Aber was für uns viel wichtiger ist, ist, dass der Islam extrem anpassungsfähig ist in seinem Weg. Es ist alles möglich. Es gibt euch euer Glaube und mir mein Glaube. Niemand lügt, wenn er das sagt. Das ist eine sehr bekannte Sure, die Sure 532. Die ist übrigens auch Inhalt der berühmten
Brüderlichkeitserklärung von Alta Yep mit Papst Franziskus, die berühmte, wie heißt die Erklärung, in der Abu Dhabi-Erklärung, glaube ich, heißt sie. Also da steht dann, wer ein menschliches Wesen tötet, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte, und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Das wird sehr viel verwendet als Überschriften für friedliches Miteinander. Und wenn man aber den Koran öffnet, auf die Sure 532, dann liest man schon, dass es heißt, aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben. Das ist an die Juden gerichtet. Ja? Man wollte ja die Juden vom Islam überzeugen im 7. Jahrhundert. Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es und so weiter. Dann steht, unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen, danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Also die Muslime haben alles probiert, um die Juden vom Islam zu überzeugen. Mohammed hat die verschiedensten Strategien dafür verwendet, aber es ist nicht geglückt. Und dann kommt die Sure 533. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen die Hände und die Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Dieses Narrativ, aber im Alten Testament, aber im Christentum, das gibt es auch erst seit 30, 40 Jahren, seit der Islam politisch so stark geworden ist im Westen. Ich brauche das jetzt Ihnen nicht erklären, wie das ist mit der Gewalt in der Bibel. Aber der Aufruf zur Gewalt in den islamischen drei Texten ist eben sehr enorm. Ja. Christen glauben ja oft, dass im Koran die Christen doch eine Sonderstellung haben, aber Christen gemäß dem, also die Christen, die glauben, dass Jesus Gott ist, nicht der Sohn von der Miriam, das sind Ungläubige. Die aber darauf beharren, dass Christus Gott ist und Teil der Dreieinigkeit und die den wahren Glauben von sich weisen, werden in der Hölle bestraft werden. Und Jesus wurde nicht gekreuzigt, er wird auf die Erde zurückkommen, er wird die Schweine töten, das Kreuz zerbrechen und alle Christen töten, die sich dem Islam nicht unterwerfen. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht darüber sprechen. Die Christenverfolgungen, die wir jetzt konfrontiert sind, ist größer als je zuvor. 360 Millionen Christen, ich glaube, der Herr Mosebach wird noch sprechen, der hat das ganz besonders in seinem Buch auch vorgeschrieben. Was überhaupt nicht berichtet wird, in Burkina Faso sind letzte Woche 500 Christen wieder ermordet worden. Wir hören es nicht, es findet nicht in unsere Medien Einzug. Wenn wir nicht unsere alternativen Quellen hätten, würden wir es überhaupt nicht hören. Ja. Aber die Christenverfolgung ist wirklich sehr, sehr massiv und wir müssen da sehr hinschauen. Ja, in der islamischen Lehre darf man täuschen. Mohammed sagt, Krieg ist Täuschung. Siehe, die Heuchler wollen Allah betrügen, doch betrügt er sie. Und sie schmiedeten Listen und Allah schmiedete Listen und Allah ist der beste Listenschmied. Ja, es ist, also auch in dieser, in diesem, also Krieg ist, also War is Deceit, Krieg ist Täuschung, das kommt jetzt so stark in diesen Palästina-Gaza-Sachen heraus. Und das sind alles irreführende Begriffe, gemäßigter Islam, radikaler Islam, Islamismus, fundamentalistischer Islam, Auslegung des Korans, das sind alles Irreführungen, wie definiert man es? Auch politischer Islam ist holpert, aber es ist zumindest eine gute Methodik, wenn man es gut erklärt. Wir müssen die Sprache, die islamische Sprache lernen, damit wir überhaupt verstehen, wovon die Rede ist. Gerechtigkeit ist dann, wenn die Scharia eingeführt ist. Also jeder, wenn ein islamischer Führer sagt, ja, ich bin auch für Gerechtigkeit, dann meint er was anderes als wir. Wenn er sagt, ich bin auch für Frieden, das ist wieder in diesem Buch sehr gut, auch eine Doktorarbeit, die ich bei der Gelegenheit vorstelle. Da geht es vor allem um die Koransuren, die für den Dialog verwendet werden. Das ist ein exzellentes, leicht zu lesendes Buch. Also da steht dann drinnen, Frieden ist dann, wenn die Scharia auf der Erde eingeführt ist. Ganz einfach. Nicht so wie unsere Parousie. Demokratie hat viel mit Demografie zu tun, Menschenrechte, da gibt es die Kairoer Deklaration, da gehen wir jetzt drüber. Religionsfreiheit ist die Freiheit, den Islam zu leben. Unterdrückung, Tyrannei, Terror, ja, der Tyrannei ist die säkulare Gesellschaftsordnung, der Wertekurs.
Wohltätigkeit, Zakat, ist ein ganz wichtiges Finanzquelle für den Dschihad auch. Ja, ich möchte jetzt eigentlich, ich werde das auslassen, das ist noch ein Zitat aus der Scharia, was auch wegen, weil Taylor Swift angesprochen wurde. Die Scharia ist, das ist die Scharia, die in den sunnitischen Rechtsschulen gelehrt wird. Und es ist ohnehin alles, was drinnen steht, bezieht sich auf Koran und Sunna Mohammeds. Aber es ist eine sehr gute Sekundarliteratur, die man sehr gut verwenden kann. Und da steht R40.1, steht drinnen, Allah, der Mächtige und Majestätische, sandte mich als Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen und befahl mir, Musikinstrumente, Flöten, Saiteninstrumente, Kruzifixe und die Angelegenheiten der vorislamischen Zeit der Unwissenheit abzuschaffen. Also, dass ein Konzert betroffen ist, ist auch nicht Zufall. Ja, Scharia und Demokratie ist nicht vereinbar, das lassen wir jetzt auch aus. Ich werde es ganz kurz, weil wir jetzt zu den Frauen wechseln und zum Zeugnis kommen. Die Verhüllung der Frau, weil wir doch so massiv konfrontiert sind jetzt mit Vergewaltigung und Gruppenvergewaltigung. Also der Schleier ist das Erkennungszeichen der islamischen Frau, im Gegensatz zu Sklavinnen und nicht-islamischen Frauen, ungläubigen Frauen, die als minderwertig und sexuell verfügbar betrachtet werden. In unseren Schulbüchern steht es wieder anders. Da steht, viele muslimische Mädchen und Frauen tragen aus religiösen Gründen ein Kopftuch und werden deshalb von manchen Menschen angepöbelt. Das ist eine ziemliche Frechheit, weil wenn man, also heute kommt das Buch von Christian Klar heraus, wo steht, was ist los in unseren Schulen, und wenn Sie das, sehr einfach geschrieben und ein tolles Buch, Christian Klar ist schon seit langer Zeit in Kontakt mit uns und kennt die islamische Lehre recht gut, und er sagt, die Mädchen kommen mit dem Schleier in der Schule, um nicht belästigt zu werden. Ja? O Prophet, sprich zu deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Weibern der Gläubigen, dass sie sich in ihren Überwurf verhüllen, so werden sie eher erkannt und werden nicht verletzt. Das ist der Grund, warum Frauen einen Schleier tragen. Das ist ein sehr politisches Unterscheidungsmerkmal zwischen denen, die höher gestellt sind, und denen, die als sexuell verfügbar gelten. Und deshalb kommt es in Großbritannien, und das ist sehr aktuell, diese Grooming-Gangs, die sind jetzt wieder in aller Munde und werden wieder sehr in den Medien rauf und runter diskutiert, in dieser absurden Medienberichterstattung, weil es werden junge Mädchen, junge, weiße, nicht-islamische Mädchen systematisch Massenvergewaltigungen zugeführt und werden von ihren pakistanischen Tätern als Dirty Gory, dreckiges weißes Mädchen, benannt. Und in der Zeitung, Sie müssen sich vorstellen, teilweise werden die Eltern dieser Mädchen oder die Mädchen festgenommen, weil sie Unruhe stiften, oder die Mädchen, weil sie 11 sind und schon alkoholisiert, nicht die Täter. Also das ist eine verkehrte Welt. Man traut sich über das Problem nicht sprechen, aber man muss es ansprechen. Genau, wieder Memri TV, das lassen wir jetzt wieder aus. Der Judenhass in der islamischen Lehre ist mehr als in Hitlers Mein Kampf. Das ist in der Charta von der Hamas, in der Gründungscharta, ein Zitat, das kommt aus den Hadithen, aus den Überlieferungen von Mohammed. Der Gesandte Allahs sprach, die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen, und die Muslime sollen sie alle töten. Und wenn sich ein Jude hinter einem Stein oder einem Baum versteckt, so wird der Stein oder der Baum laut sprechen, O Muslim, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Ja, und das haben wir gehört. Das ist dieser Kriegslaut, Kaiber, Kaiber, O Jud, Mohammeds Armee kommt wieder. Auf der Maria-Hilfer-Straße, das war jetzt in allen Großstädten zu hören. Und es ist auch erstmals in den Medien ein Hinweis auf Kaiber gekommen. Wir haben jetzt keinen Ton, deshalb können wir uns das lassen. In London auch, Fuck the Jews, Rape their Daughters. Und das ist die Islamkonferenz in Norwegen, die wir jetzt auch auslassen, weil wir haben ein viel schöneres Zeugnis jetzt. Unser Wunsch ist immer die Modernisierung, also unser Wunsch hier ist die Christianisierung, aber für viele wäre das so gut. Es heißt ja auch, selbst in kirchlichen Kreisen, er ist ja nur liberal, wie wenn das gut wäre. Ja? Aber warum funktioniert das nicht mit der Modernisierung des Islams? Es ist ganz einfach und jeder kommt selber drauf, weil die Autoritäten sind Allah und Mohammed. Und so beginnt eine Freitagspredigt.
Die beste Rede ist das Buch Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung Mohammeds und die böseste Sache ist, diese zu erneuern und jede Erneuerung in der Religion ist eine Irreführung und jede Irreführung führt ins Höllenfeuer. Und über die Bücher sprechen wir vielleicht nachher noch. Das sind eben Bildung ist ein langfristiger guter Schutz, eine Waffe des Lichtes, so wie Paulus es sagt. Und da hinten sind die Bücher. Im Internet kosten sie 8 Euro. Wenn Sie mir eine kleine Spende da lassen, bin ich dankbar. Applaus